kündigt neue Waffenlieferung an Israel. Die widerliche Komplizenschaft von CDU und SPD zur Unterstützung des brutalen israelischen Krieges im Libanon sowie des Völkermordes im Gazastreifen geht immer weiter. Gegen Deutschland läuft mittlerweile schon ein Verfahren vor dem Internationalen Gerichtshof wegen Beihilfe zum Genozid. Aber hey, unsere Bundesregierung steht an der Seite Israels, denn Israels Expansionsstreben ist deutsche Staatsräson. Seit Wochen und Monaten verweigert die Bundesregierung die Exportgenehmigung, zum Beispiel von Munition und sogar für die Lieferung von Ersatzteilen für Panzer nach Israel, diese Exportgenehmigung zu erteilen. Herr Bundeskanzler, wir wissen von einer ganzen Reihe von sehr konkreten Fällen, in denen die Bundesregierung notwendige Zustimmung für die Lieferung von Gerät und Material nach Israel verweigert. Gerät und Ausrüstung, das Israel zur Ausübung seines Rechts auf Selbstverteidigung jetzt dringend braucht. Bullshit. Israel marschiert gerade in Gaza ein, also auf palästinensisches Staatsgebiet, wo israelische Soldaten nichts zu suchen haben. Israel hält völkerrechtswidrig das Westjordanland besetzt, vertreibt dort nach und nach die autochthone Bevölkerung, wo Israel nichts zu suchen hat. Israel marschiert gerade völkerrechtswidrig im Libanon ein, wo Israel ebenfalls nichts zu suchen hat. All das hat nichts mit Selbstverteidigung zu tun. Vom Vorgehen der israelischen Militär, dem absichtlichen Angreifen ziviler Ziele, der Dahir-Doktrin, die die Einäscherung ganzer Wohnblocks vorsieht, was ja auch massiv passiert ist, im Libanon und noch viel mehr in Gaza, gar nicht zu sprechen, von der Blockade von Nahrungsmittellieferungen. Noch gar nicht zu sprechen. Die gesamte Bevölkerung in Gaza leidet unter Hunger. All das hat nichts mit Selbstverteidigung zu tun. Denn zumindest in Gaza kann man da schon definitiv von Völkermord sprechen. Und Sie haben, Herr Merz, Herr Dobrindt, die Waffenlieferung angesprochen. Und auch an dieser Stelle möchte ich darum bitten, dass wir die Kraft der Differenzierung finden. Wir haben ein geheimtagendes Gremium, aber wir haben auch eine Klage vor dem Internationalen Gerichtshof. Und da hat die Bundesrepublik Deutschland deutlich gemacht, dass wir Waffen zur Unterstützung von Israel liefern. Deswegen ist Ihre Aussage hier falsch. Und ebenso deutlich haben wir gemacht, dass natürlich in diesen Punkten auch das humanitäre Völkerrecht gilt. Ich will ganz persönlich sagen, wir haben nicht entschieden, keine Waffen zu liefern. Wir haben Waffen geliefert und wir werden Waffen liefern. Deutschland hat seine Waffenlieferung 2023 verzehnfacht. Das ist die Haltung der Bundesregierung. Ich werde die Geheimnisvorschriften des Bundessicherheitsrats nicht verletzen, aber wir haben Entscheidungen getroffen in der Regierung, die auch sicherstellen, dass es demnächst weitere Lieferungen geben wird. Und dann werden Sie ja sehen, dass das hier ein falscher Vorhalt gewesen ist. Ja, die CDU kritisiert die SPD dafür, dass sie nicht israelfreundlich genug ist, dass sie nicht genug Waffen liefert, damit Israel seinen Völkermord im Gazastreifen weiter begehen kann. Währenddessen fordert der israelische Finanzminister, es wäre moralisch gerechtfertigt, die zwei Millionen Palästinenser in Gaza einfach verhungern zu lassen. Und währenddessen sind schon mehr als 40.000 Palästinenser in Gaza getötet worden. Nachdem Netanyahu letztes Jahr gesagt hat, also vor ziemlich genau einem Jahr, wir werden Gaza zu einer Insel aus Ruinen machen. Israelischer Armeesprecher, nochmal in Bezug auf die Dahir-Doktrin, wir werfen hunderte Tonnen von Bomben auf Gaza, der Fokus liegt auf Zerstörung, nicht auf Genauigkeit. Oder, um Dorf Galant zu zitieren, wir kämpfen gegen menschliche Tiere und wir handeln entsprechend. Als er die Blockade aller Nahrungsmittel- und Wasserlieferungen gerechtfertigt hat. Also das ist die Politik der israelischen Regierung. Völkermord in Gaza und in Deutschland herrscht eine Querfront von der Ampel über die Union bis zur AfD, all das zu unterstützen. Ja,